Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Ich habe mir Klemmi zur Verstärkung geholt. Gibt ganz wilde Sachen. So, und zwar unser Ich suche. Und ich biete an. Das Ding ist eröffnet. Wir haben die ersten Sachen reingestellt. So, sind die ersten Artikel, wie gesagt, drin von Leuten, die suchen, und die Artikel, die bereits verkauft werden sollen. Bei denen ich suche, fehlt oftmals der Preis. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die ein bisschen selten sind oder so. Einfach uns schreiben, wohin, bei Suchen. Da haben wir folgende E-Mail-Adresse. Habe. Wenn ihr da einen Artikel von habt, was gesucht wird, schreibt uns auf die E-Mail-Adresse, was ihr dafür haben wollt. Denkt an den Versand. Und dann bringen wir euch da zusammen. Der Verkäufer muss nichts bezahlen. Und derjenige, der es eingesendet hat, muss auch nichts bezahlen. Wir wollen daran nichts verdienen. Ganz einfach. So. Ich biete an. Ich möchte haben. Möchte@litzbrick.de. Da könnt ihr dann sagen, ja, ich hätte das gerne und so weiter. Und dann bringen wir euch beide zusammen. Derjenige, der es verkaufen möchte, und derjenige, der es haben möchte. Nochmals, es kann keiner etwas einsetzen oder kaufen, wenn er nicht Abonnent ist. Ganz einfach. Wer nicht Abonnent ist, da werde ich das Zeug auch nicht weiterleiten. Oder unser Klemmi. Ja. Wenn ihr es irgendwo reinschreibt, ich hätte gerne das und das hier unter irgendein Video, nehmen wir euch raus. Das wird sofort aus den Kommentaren wird es rausgelöscht. Weil das machen wir hier extra als kleiner Service, weil viele Leute uns immer wieder anschreiben, habt ihr das, habt ihr jenes, ihr habt doch so viele Steine, ihr habt so viele Sets. Wir haben nicht alle Sets, Gottes Willen, das wäre der Hammer. Wir haben jetzt schon wenig Platz und wenn er unsere Halls anschaut, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Wir warten auf ein paar bestimmte Sachen. Wenn die dann da sind, dann können wir schon mal anfangen, das Zeug zu bauen und dann auch dahin bringen, wo es hin soll. Ja. Das ist ein Riesending. Unser Lager platzt. Im Juni werdet ihr das hier direkt von einem unserer Zuschauer erfahren, weil der kommt hierher für 3 Tage, wird uns besuchen und der wird sich dann hier umgucken. Bis dahin machen wir aber eine FAQ und eine Rundreise hier in dem Ding drin. Egal wie das im Lager aussieht, dann seht ihr, was wir meinen. So, wie gesagt, wer hier mitmachen will, etwas verkaufen will und so weiter oder etwas kaufen möchte, er muss Abonnent sein. Ja. Sonst geht das nicht. So, gibt es noch irgendwelche schlimme Sachen? Das ist eigentlich so das Schlimmste. Wie gesagt, wenn ihr was haben wollt von den Sachen, einfach schreiben. Also wenn für die Leute, die untersuchen, was finden, schreiben sie habe Dings. Ich tue die Adressen einfach noch oben drüber schreiben am besten. Über den jeweiligen Suchbereich, unser Bietebereich. Und dann einfach auf die Adresse drauf und Nachricht schicken. Ich möchte das. Vielleicht am besten. Und dann bringen wir euch zwei zusammen. Nichts wird über die Kommentarfunktion von YouTube gemacht, weil gar nichts. Es muss nicht Karl-Heinz wissen, dass jemand von X nach Y was verkauft hat. Ja.
soll eigentlich nur unter drei Parteien stattfinden. Ja, nämlich uns, das Ganze privat sein. Dem Verkäufer, dem Käufer oder dem Anbieter. Ich sage es ganz ehrlich, wir haben damit kein Problem, im Internet irgendetwas zu verkaufen. Wir haben ein ordentliches Gewerbe seit fast 24 Jahren. Wir haben einen Laden hier, braucht ihr nur gucken. Ja. Das steht hier nicht rum, weil wir keinen Platz im Keller haben oder so. Und ich will mich nur damit nicht belasten. Ich biete diese Möglichkeit, ich setze mich tagsüber mal eine halbe oder eine ganze Stunde hin und tue dann unsere Seite auffrischen. Ich habe mich da heute durchgekämpft. Klappt bis jetzt ganz gut. Mal sehen, wann ich das ganze Ding abstürzen lasse. Nee, um Gottes Willen. Erinnerungen an mich selber. Ja. Backups jeden 5 Minuten. Okay. Ja, wie gesagt, wir stellen euch das hier zur Verfügung. Und damit es dann soweit keinen Ärger gibt. Ja, das war es dann im Großen und Ganzen, was wir euch mitteilen wollten. Schaut auf letsbrick.de. Dort sind neue Rubriken. Einmal suchen und einmal bieten. Und da stehen bereits Artikel drin. Wenn wir hier so kleine Mitteilungen geben, dass wieder neue Artikel drin sind, das machen wir dann in Shorts. Und also nicht in Bermuda-Shorts, um Gottes Willen. Das braucht kein Mensch. Ich möchte nicht, dass unsere Zuschauer einen Schock fürs Leben kriegen. Nee. Dann machen wir so ein kleines Short-Video und teilen euch mit. Es sind neue Artikel drin. Ja, wie lange bleiben die Artikel drin? Also ich sag mal am Anfang 3 Monate. Wenn die Artikel drin bleiben und wenn sie verkauft werden, löschen wir sie natürlich sofort raus. Da erwarten wir dann, dass derjenige, der sucht oder verkauft, uns dann Bescheid sagt und sagt, hier, ich habe es verkauft. Wo ist? Genau, also wenn ihr was selber gekauft habt, außerhalb von unserer Plattform, jetzt die wir hier machen, oder irgendwas gekauft, verkauft habt, von dem Zeug, was ihr hier anbietet oder sucht, sagt uns einfach kurz Bescheid. Ja. Und dann nehmen wir es raus. E-Mail-Adressen und so weiter, also beziehungsweise so Dings werden bei uns nicht gespeichert. Es läuft alles hier über so Papierzeug, deswegen habe ich hier die lustigen Sachen. Wir haben auch einen lustigen Ordner uns geholt, aus unserem Ordnervorrat. Ja, dann würde ich euch mal sagen, haut rein. Kostet nichts. Es wird momentan schon viel gesucht. Ja, auch ein bisschen sehr was angeboten. Da sind auch ein paar richtige Klötzer dabei. Ja. Und kein Problem, was 3 oder 5 Artikel sind drin, die zum Verkauf stehen. Ich habe mal so auf die Preise geguckt. Ist okay, passt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefällt, macht einfach mit. Wenn ihr wollt, wenn ihr nicht wollt, lasst es. Niemand muss. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Genau. Schöne. Tschüss.